Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Immer wieder am Start, und zwar mit der nächsten Review der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um ein Nachtlicht, welches man natürlich als Nachttischlicht verwenden kann. Hier sieht man das Ganze nochmal mit den eigenen Angaben, was es denn so dahergibt. Das Ganze hat ein 3-Modi-LED-Licht drin, welches einmal wenig Licht, viel Licht und einen Farbwechsler anbietet. In einem praktischen Pilzdesign, wie man das hier so ansieht. Und das Ganze ist ganz lustig gemacht, denn man braucht bloß draufhauen. Dann geht das Ganze nämlich schon an. Wie das so aussieht, das zeige ich euch jetzt einmal. So, wir packen es mal aus. Hervor kommt ein kleiner aus dem kleinen Karton einmal eine Anleitung, ein Micro-USB-Kabel und das Licht an sich selbst, welches hier nochmal schön eingepackt ist. Das Licht lässt sich betreiben über Micro-USB oder über 3 AA-Batterien. Und das kann man hier so, ja, wackeln lassen. Das hat also die Möglichkeit, die Mitte holt es sich von alleine immer wieder, die Standsicherheit holt es sich von alleine immer wieder raus. Wie das Ganze dann so funktioniert, schauen wir uns denn jetzt nämlich mal an, weil irgendwie hier gerade Schärfe nicht so richtig passt. Was ist da los? So, jetzt gucken wir uns das an. Genau. So, ein bisschen dunkel draußen. So sieht das aus. Die Unterseite ist abgerundet. Dahinter einmal der Schacht, wo man die 3 Batterien reinmachen kann. Oder wie gesagt, das Ganze über Micro-USB betreiben kann. Wir versuchen das Ganze jetzt mal über Micro-USB. Mache ich jetzt hier auf an. Schön ist es auch, dass man die hier wieder gut verschrauben kann, die Lampe. Wackeln tut sie von selber. Das finde ich ja immer sehr imposant. Ich weiß gar nicht, was heute mit der Schärfe los ist. Was ist da los heute? Gibt es hier irgendwie komplett Probleme? So, aber irgendwie muss es doch klappen. So, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus, aber irgendwie trotzdem noch so duster. Na gut, wir schauen uns das Gerät mal an. Ich habe jetzt hier eine kleine Powerbank dabei, wo wir das einfach mal drüber testen können. So, die stecken wir jetzt hier an der Stelle rein. Wie gesagt, lässt sich über Netzteil, Powerbank oder über alles Mögliche sonst betreiben. Oh, da ist es schon angegangen. Was ist da los? Schon wieder Vorführmodus, wieder. Oh wei. So, wir brauchen also in der Nacht, wenn wir wirklich Licht brauchen, nur draufhauen. So, jetzt sieht man das Ganze natürlich nicht so gut, weil ich jetzt Beleuchtung anhabe. Aber es leuchtet schon mal sanft. Wenn ich jetzt nochmal draufhaue, passiert Folgendes. Powerbank geht aus, weil zu wenig Strom gezogen wird. Also doch lieber mit AA-Batterien betreiben. Zack, der hellere Modus. Aber irgendwie, das wirkt ja auch alles so ein bisschen. Ja, die Kamera weiß nicht, was sie machen soll, ne? Vom Weißabgleich her total überfordert. So sieht das Ganze jedenfalls aus. Und wir gucken nochmal, was jetzt passiert, indem ich jetzt kurz mal stoppe. So, und jetzt haben wir ja immer noch den hellen Modus. Und wir hauen jetzt mal drauf und dann kommt der Farbwechsler-Modus. So sieht das Ganze aus. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, als Nachtlicht ist wirklich stimmig. Wie gesagt, ist jetzt wie gesagt nicht dunkel. Wie gesagt, zum fünften, sechsten, siebten Mal. So sieht das Ganze aus. Wenn es jetzt dunkel wäre, würde man es bestimmt gut erkennen. Wir versuchen es auch gleich nochmal. So, ein bisschen dunkler jetzt hier an der Stelle. Und jetzt schauen wir uns das Licht mal an, wenn wir das Ganze anmachen. Einmal. Zweimal. Und dann kommt der Farbwechsler daher. Hier, das weiß gar nicht so richtig, wie es scharf stellen soll, die Kamera. Und nochmal. Und dann kommt der Farbwechsler. Ziemlich geniale Sache. Ja, schade, die Farbwiedergabe kann jetzt gerade nicht so komplett wiedergegeben werden. Die Unschärfe ist auch da, weil die LED von der Kamera hier gerade alles beleuchtet, wie man ja hier so schön sieht. Aber hier trotzdem eine coole Sache. Und wenn ich jetzt wieder einfach nur draufstippe oder ich hau einfach nur drauf, mal sehen, draufhauen, wie gesagt, eigentlich, ja gut, dann, man muss das ganze Gerät einfach nur hochheben. Minimal, maximal Farbwechsler. Ja, eine tolle Sache. Wie gesagt, hier per Powerbank betreibbar. Umso länger leuchtet es. Oder mit dicken Akkus der AA-Serie kann man das Ganze auch ziemlich gut betreiben. Ja, ich finde es eine ziemlich coole Sache. Dann wird man nicht gleich nachts immer so geblendet. Und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder Preview. Auf Wiederschauen.